Hier sind sie. Gesund und munter bei der goldenen Kamera. Das Tatort Dream Team. Christine Urspruch und Jan-Josef Liefers. Schön, hier zu sein. Um ein Haar hätten die uns einen Kopf kürzer gemacht. Sehr besonders in deinem Falle. Sehr schade. Ja. Wir kommen noch was übrig. Nie war ich glücklicher, hier bei der goldenen Kamera zu sein. Und hast jetzt auch so eine tolle Rolle in so einer schicken neuen Miniserie. Ja, ja, hab ich. Ja. Du nicht? Nee. Mich hat noch keiner gefragt. Ah. Wahrscheinlich bin ich denen nicht mini genug. Du Armer, weißt du, das ist einfach das Problem, wenn man der Größte ist. Das stand nicht im Text, Christine. I know. Toll, ich mag dich. Du, ich mag du Miniserien. Bist, du bist die Größte für mich. Ja. Ich bin etwas verlegen. Also, ich mag vieles, auch dich, und ich mag Miniserien. Und, oh, oh Gott, ich bin abgestürzt. Und unter anderem Dark, eine düstere Familiengeschichte, die in gleichzeitig drei Jahrzehnten spielt, die Nominierten. Vier Blocks ist die spannende Geschichte um einen Clan im Berliner Drogenmilieu und die Unmöglichkeit, aus so einem Kreis wieder auszusteigen. Und das Verschwinden. Eine Mutter fürchtet um das Leben ihrer vermissten Tochter und macht sich auf eigene Faust auf die Suche. So, und jetzt schauen wir uns mal ein paar Ausschnitte an. Es geht um meine Tochter Janine Grabowski. Sie suchen nicht nach ihr. Was muss denn noch passieren? Wissen Sie, ob Ihre Tochter Drogen nimmt? Mann, Janine, jetzt geh doch mal ran. Ich finde das echt nicht mehr witzig. Es gibt eine offizielle Vermisstenanzeige. Sie haben Janines Wagen gefunden. Meth in ihrem Auto. Und sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich weiß, dass du nach ihr suchst. Und auch wenn es für dich vielleicht nicht so aussieht, aber ich interessiere mich für meine Tochter. Ich will nicht, dass nach Janine gefahndet wird. Ich will, dass man meine Tochter sucht. Bei ihr ist eingebrochen worden. Ihr Wagen stand auf einem Acker Richtung Tschechien. Sie war in der 10. Woche. Sie war mit einer anderen Frau da, die behauptet hat, dass sie ihre Mutter wäre. In Berlin redet man jetzt Arabisch. Habt ihr ein bisschen Arbeit für mich? Ich schaffe es, in anderen Kreis aufgenommen zu werden. Lass keine Deutsche bei uns rein. Du vertraust ihm nicht? Dann überprüf ihn. Familie ist alles. Wenn du Fahrrad fahren willst, dann fährst du einfach Fahrrad. Hast du verstanden? Lass dir nichts verbieten. Du bist ein Verbrecher, Toni. Und es wird sich nichts ändern, wenn du dich nicht änderst. Mädchen, Casinos, Koks, Schutzgeld. Sind deine vier Blocks. Deine Familie macht Menschen kaputt! Ja, ich spitze über euch. Wer weiß davon? Nur ich und du. Was hier alles für eine Scheißlage in mich gebracht hat. Nachrichten. Kreis Winden. Ein erneuter Vermisstenfall erschüttert die Stadt. Warum bist du dir eigentlich so sicher, dass Erik abgehauen ist? Das hier ist Winden. Wir sagen sich der Fuchs und der Hase gute Nacht. Das war aber nicht immer so. Die Sache mit diesem verschwundenen Erik. Wie bei deinem Bruder damals. Als wäre das alles schon mal passiert. Die Kinder, die Vögel. Irgendwie gehört das alles zusammen. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Zukunft ist nichts als eine Illusion. Die Frage ist nicht wie, die Frage ist wann. Ich möchte mich gerne mit Ihnen über die Zeit unterhalten. Jetzt kommt der spannende Moment. Ich muss sagen, ich habe alle drei dieser Serien gefeiert. Ich und auch. Bin sehr stolz auf euch, dass ihr sowas hingekriegt habt. Alle drei waren sehr verschieden. Einer kann nur gewinnen und ich sage jetzt mal, wer es ist. Und ach übrigens, sollte irgendjemand gerne Tee trinken? Ich habe noch. Ja? Wenn es vorbei ist, treffen wir uns an der Bar. Im Foyer. Der Gewinner der goldenen Kamera.
In der Kategorie bester deutscher Mehrteiler Miniserie gilt an Four Blocks. Four Blocks ist herausragendes Gangsterkino zwischen Clanleben und Familienidyll. Diese großartige Miniserie auf dem Sender TNT geht gerade in eine zweite Staffel und wird belohnt. Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Kamera. Herzlichen Glückwunsch. Muss ihn jetzt überreichen. Wem gebe ich den denn? Hi, herzlichen Glückwunsch. Lieber. Herzlichen Glückwunsch. So, ich muss den überreichen. Ja. Schönen guten Abend. Wow. Es ist ein weiter Weg von Neukölln auf diese Bühne. Aber es lohnt sich nicht nur für vier Blocks mal nach Neukölln zu schauen. Ich möchte wirklich allen danken, die das möglich gemacht haben. Großes Dankeschön an die Funke-Gruppe für diesen wunderschönen Preis. Es war ein tolles Jahr für vier Blocks und wir freuen uns alle wahnsinnig, hier oben zu stehen. Ich möchte allen danken, die diese Serie kreiert haben. Das ist allen voran unser Sender, Turner, TNT Serie, Anke Greifenmeder, Hannes Heilmann, die gesagt haben, wir machen nicht nur eine Gangster-Serie, wir wollen sie auch aus Sicht der Gangster erzählen. Das war mutig. Ich möchte unseren wunderbaren Autoren danken, die wirklich unfassbare Energie in dieses Projekt gesteckt haben. Und ich hoffe sehr, ihr denkt auch, es hat sich gelohnt. Ich glaube, die Leute da draußen sehen es so. Hanno Hackford, Richard Kropf, Bob Konrad, großes Dankeschön, sensationell. Ich möchte unserem kreativen Kopf danken, unserem Regisseur und dem Mann, dem diese Serie ihre Handschrift verdankt, Marvin Krenn. Und ich möchte den Gesichtern dieser Serie danken und ich bin sehr froh, dass die zwei Gesichter der Serie heute Abend hier auf dieser Bühne stehen. Faisal Gaylin und Kida Ramadan. Ja. Wir drehen gerade die zweite Staffel in Neukölln. Gruß nach Neukölln. Jungs kommen noch direkt vom Set gerade. Die Goldene Kamera gehört unserem gesamten Team, die morgen früh da weiterdrehen. Und ich bin allen sehr, sehr dankbar, die sehr so angenommen haben und offen waren, was Neues auszuprobieren. Vielen Dank, dass dieses kleine Phänomen entstehen konnte. Herzlichen Glückwunsch an Four Blocks.